Ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3. So, nachdem ich sie gerade etwas verkackt habe, den Fluch nicht lösen konnte. So, Weinfäden, da gehe ich noch nicht hin. Jetzt gucken wir uns doch mal das an. Nur eingeben. Ist auch direkt in der Nähe, das ist ja hervorragend. Plötze, komm zu mir. Ja, und wie gesagt, schneller. Wir machen jetzt mal ein paar Nebenquests, die ein bisschen unter der Stufe der Hauptquest ist. Oh, Wildpferde. Ach, wie schön. Wenn es Wildpferde sind. Beweg dich. Na, das schaffen wir doch. Bin los. Oh. Kann ich hier rüber laufen? Nee. Okay, muss verschwinden. Das suche die Insel im ganzen. Tag. Ich sehe jemand. Ich höre was. Ich wandle auf dem Wasser. Genau wie. Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, ich kann nichts mehr überraschen, was? Cool. Irrtum. Hallo. Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die 5 ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Die Vernunft leitet dich, wie sie alle Weisen leitet. Du hast gezeigt, dass die 5 ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir? Ich kann es mir hochholen? Das Schwert gebührt der Hand eines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Ja, klar. Bist du bereit? Allzeit bereit. Dann zieh dein Schwert. Gegen dich oder was? Boah, schon geil. Was ist das? Das ist nicht dein Tag. Ui, was war das? Was ist jetzt passiert? Aber töten möchte ich nicht. Die Meisterschaft mit der Klinge ist über jeden Zweifel erhaben. Wisch mir eine schöne Herrin vom See. Wie witzig ist das denn? Sieh nur, dein Eron lebt. Cool. Ah,
Sie sieht doch schon hübscher aus. Wir kennen uns schon. Gewiss. Auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Cool. Und es sieht geil aus. Und ich hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Wieso habe ich sie denn verloren? Das ist ja geil. Das ist einfach großartig. Wie cool. Also, dann schauen wir uns doch mal das Leckerschwert an. Boah, das kann was. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Laufe der Zeit sowie bei erlittenen Schaden verloren. Ein vollgeladenes Schwert bewirkt stets kritischen Trefferschaden. Der Charakter wird um 0 bis maximal 10 nach Charakterstufe erhöht. Wird ein Gegner mit einem vollgeladenen Schwert getötet, werden die Laden zugunsten eines dauerhaft erhöhten Waffenschadens. Was für ein geiles Schwert. Her damit. Aber da kann ich keine Dings drauf machen, gell? Ah ja, gut. Sehr geil. Sieht aber geil. Es sieht voll geil aus. Okay. Gut. Dann haben wir das. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ach so, ich weiß was. Bistarium. Haben wir da was? Geister. Der Geist von Daphne. Intuso bekam Geralt einmal einen Fall von Gynophthromorphie zu Gesicht, also eine Frau, die in einen Baum verwandelt worden war. Ein Schnitt in die Rinde brachte Blut zum Vorschein. Wenn der Wind durch die Blätter strich, war ein leises Schluchzen zu hören. Der Hexer untersuchte die Angelegenheit und erfuhr, dass der Verwandlung vermutlich ein Zauber oder Fluch zugrunde lag, der mit der Vergangenheit der Unglücklichen zu tun hatte. Daphnes große Liebe, ein Ritter, war zum Luxfelsen aufgebrochen und nie zurückgekehrt. Sie wartete noch immer auf ihn, erfüllt von Sehnsucht und Trauer. Unser Held beschloss, Daphnes Verzauberung rückgängig zu machen, doch ach, der Schock der Befreiung aus dem Baumgefängnis war zu viel für Daphne. Sie wurde zu einem zornigen, höchst gefährlichen Geist, den Geralt aus dieser Dimension verbannen musste. Schweren Herzen tat er es, doch im Wissen, dass man den Geist nur so besänftigen konnte. Ach, vielleicht hatte ich doch keine andere Möglichkeit. Das kann natürlich auch sein. Todesfeen. Todesfeen heulen und kreischen. Und wer sie hört, der weiß, dass er in der nächsten Nacht zu den Toten gehören wird. Bettler aus Dunder. Alten Gerüchten zufolge sind Todesfeen die Geister von Frauen, die durch schreckliche Erlebnisse an der Schwelle zum Jenseits festhängen. Ihr Weinen und Schreien gilt als schlimmes Omen, das auf unweichlichen Tod hinweist. Auch wenn die Todesfeen selbst keine Menschen angreifen, meist erscheinen sie als bleiche, tränenüberströmte Frauen mit eingesunkenen, totenartigen Gesichtern und Leibern. Ach, vielleicht ist es doch richtig gewesen, sie einfach zu erlösen. So zu erlösen, weil die wäre echt schon viel Leid gewesen. Habe ich das schon gelesen? Nee. Es war so, ich war im Wald und da ging ein Platzregen runter. Ich dachte mir, ich suche mir lieber einen Unterschlupf, als mir in meinem Alter eine Erkältung einzufangen. Also kroch ich in eine Höhle und da brüllt mich plötzlich irgendwas an. Ich rannte so schnell davon, dass der Wind meinen Mantel getrocknet hatte, als ich zu Hause ankam. Veli Stahl, Kräuterkumpler. Niemand weiß, seit wann der Waldteufel, den man Krotore nennt, am Fuße der Gorgo lebt. Eigentlich bevorzugen Waldteufel die abgelegensten und tiefsten Wäldern. In Höhlen findet man sie selten. Aber Krotore schien Gefallen an seinen namensgebenden Grott gefunden zu haben. Das Monster war unter den Rittern Beauclairs recht bekannt und wurde als potenzielle Ruhmesquelle besonderen Ranges gehandelt. Allerdings war keiner von ihnen allzu scharf darauf, die Bestie im Kampf zu stellen. Niemand, außer dem jungen Ritter Franzon. Francis. Okay. Hammer. Machen wir hier noch was. Der Einsiedler am Lac Silvay. Der Einsiedler auf der Insel im Lac Silvay lebte, wurde zum Wächter über die 5 wichtigsten Tugenden. Dieser rechtschaffene Mann wachte über die Felsen, in die diese Tugenden eingraviert worden waren, und er legte jedem Ritter, der vorbeikam, eine Prüfung auf, in der sie zeigen sollten, dass sie die Tugenden verkörperten. Als der Hexer auf die Insel kam und den Einsiedler traf, war ihm, als wäre dies nicht ihre erste Begegnung. Erst später sollte er erfahren, wie recht er hatte.
Der Einsiedler entpuppte sich als die Dame vom See, ein mysteriöses Wesen, das Geralt einst in Trübwasser getroffen hatte. Nachdem Geralt die Prüfung des Einsiedlers bestanden hatte, wechselte der heilige Mann seine Gestalt. Offenbarte Geralt so sein wahres Gesicht und überreichte ihm dann ein Geschenk, das Schwert Arendite. Cool. Die Dame vom See. Geralt war der Dame vom See zum ersten Mal auf seiner Suche nach dem Diebesgut aus Kamorin begegnet, die in ein Dorf namens Trübwasser führte. Dort lebte ein geheimnisvolles Weib im gleichnamigen trüben See und wachte über das Dorf am Ufer. Die Dorfbewohner verehrten ihre Wächterin im Wasser so sehr, dass man ein Monument zu ihren Ehren errichtete. Die Dame vom See hatte einst zahlreiche Ritter in ihren Dienst, doch sie alle waren auf Feldzügen in fernen Landen gefallen, wie es tapfere Ritter nun mal so zu tun pflegen. So lebte sie in beinahe vollkommener Abgeschiedenheit und war daher froh über Geralts Gesellschaft, da sie die Hexer sehr schätzte und respektierte. War die im Bett miteinander? Einmal hatte der Hexer geglaubt, die Dame vom See wäre eine Art lokale Göttin, doch ihr Wiedersehen am La Silvelle machte ihm klar, dass sie nicht nur in Trübwasser lebte. Stattdessen ist die Dame vom See an jedem Ort zu Hause, an dem Ehre und Ritterlichkeit großgeschrieben werden. Okay. Dann haben wir da auch wieder was gelernt. Jetzt gucken wir mal. Achso, nee, ich muss die Quests machen. Was haben wir denn noch für... Haben wir auch noch Hexeaufträge? Machen wir direkt den hier. Oh, und das ist direkt in der Nähe. Perfekt. Oh, warte mal. Mal noch den hier machen. Okay, hier ist aber nichts. Die Quest war mal schnell beendet. So. Das müsste ja jetzt so dieser Grotten-Dinger sein. Mal schauen, ob er noch lebt. Sollen wir da vorne rumspringen? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, Wildschwein. Oh, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich habe Feuer. Naja, auch egal. Boah, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ah ja. Ich mache mal lieber doch das hier. Habe ich das andere Schwein erwischt, ja. Bist du? Das ist ein Panther. Besiegt. Sehr gut. Kommen wir mal. Oh, nee, ist schon was. Okay, was haben wir denn da Schönes? Liebst du noch? Ah, ist verwundet, so wie es aussieht. Schnarcht. Puh. Du hast mich fast zu Tode erschreckt, Fremder. Wie nennt man dich? Und was führst du im Wappen? Ich bin Ravix von Vierhorn. Ravix von Vierhorn. Im Wappen trage ich eine Jungfer, die auf einem schreitenden Bären reitet. So, nachdem wir uns nun von Ritter zu Ritter vorgestellt haben, François Le Joff nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich, fürwahr, der Grotture ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Indem du vor der Höhle schläfst? 2 Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich. Aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Du brauchst nicht zufällig Hilfe, nein? Ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie... deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel selbst getötet taucht darin nicht wörtlich auf. Da hast du eigentlich recht. Puh.
so lass uns Seite an Seite gegen den Unhold ziehen. Für die Ehre. Was haben wir denn hier noch? Würdest du bitte nicht alleine... Der bleibt auch nicht stehen, der Trottel, oder? Nee, warte mal, das ist mir jetzt so riskant. Nicht, dass der stirbt. Du Narr, bleib doch mal stehen! Doch ich will ihm das Haupt abschlagen. Ja, ja. Wir müssen ihn erstmal töten. Ja, weil das war, glaube ich, ganz gut. Seltsam. Keine Spur vom Grottore. Vielleicht sollten wir umkehren? Wenn kein Monster da ist, ist keins da. Das ist bedauerlich. Aber was will man machen? Nicht so schnell. Sehen wir uns erstmal beeindruckend. Fast wie im Wintergarten. Schön eigentlich. Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Etwas auf der anderen Seite. Ich komme da nicht durch. Da helfen weder Schwerter noch Zeug. Ja, er hat zwar gesagt, es ist falsche Richtung. Okay, interessant. Gucken wir nochmal schnell das hier. Und weiter. Kann ja nicht alles sein, oder? Kann ich hier tauchen oder so? Halt. Warte mal, von wo komme ich? War ich doch noch nicht, oder? Doch, von da bin ich. Was habe ich? Aha. Knochen. Kleiner Schädel. Fontanelle ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Krimskrams. Jetzt ist alles klar. Das muss Grottore seinen Opfern abgenommen. Anscheinend ist er gerade auf Jagd. Ich muss ihn anlocken. Ach so, das habe ich doch eigentlich gemacht. Oder? Was ist denn das für ein Viech? Belegte? Ist ja schon ein bisschen gemein, ne? Das reicht schon. Uhuhu. Wolltest du doch mal halten, sagst du? Oh, falsche Richtung. Was habe ich denn gemacht? Oh. Halt durch. Oh nein, meine Freunde. Ach du Scheiße! Oh Gott! Das wird nicht ohne, glaube ich. Meine Hassgegner. Und der ist ja eigentlich auch relativ übel, ne? Ich muss ihn unterbrechen, wenn er da diese Scheiße macht. Oh, ich hoffe, ich kann das unterbrechen. Und was ich auch mal schnell noch mache, warte. Wolltest du doch mal. Ist. Warte mal, warte mal. Ach, komm. Hä, hat er mich getroffen? Nein!
Geralt, was machst du denn? Oh nee. Ich hasse dich. Och, fuckiger Fuck. Boah. Stress. Mega Stress. Oh Gott, ich bin fast tot. Wieso heilt er nicht? Heile dich, ein Schlag und ich bin tot. Ja, dann musst du dich. Brenne. Komm, brenne mehr, stirb bitte. Okay. Was? Ich hab dich doch. Die lebt noch, die blöde Kuh. Oh, perfekt. War's das? Nicht dein Ernst! Woran bin ich denn jetzt gestorben? Nicht aufkriegen. Dieses kleine... Ein scheiß Gift wahrscheinlich wieder. Oh, jetzt hatte ich's doch schon. Vielleicht sollte ich ihn auch ein bisschen einfach brennen lassen und mich dann auf diese Dreckspflanze konzentrieren. Vielleicht muss ich das auf die Art machen. Och, Mann. Ja. Hässlicher Bastard. Ja. Drecksviech. So, die ist schon mal weg. Wenn er jetzt die nicht gleich wieder weckt, wär's gut. Oh, da ist er schon. Wo ist er? Diesmal läuft's deutlich besser, aber noch nicht ideal. Ja, ich bin die Strafe, bla bla. Wo bist du? Ja, jetzt lief's gut. Ja, Hilfe. Hä, ist sie gestorben? Heide, nein. Nee, lass ihn das doch machen. War das ein zähes Vieh? Ich bin dankbar, Hexer. Du hast mir sehr geholfen. Mhm. Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht. Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Warum? Also... Die Grässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Du errötest, Herr Ritter. Es ist meine Verlobte. Sie hat es so eilig mit der Hochzeit. Wir kennen uns doch erst 2 Jahre. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie, das kann Monate dauern. Mhm. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Mhm, verstehe. Wird Zeit, dass du nach Beauclair zurückkehrst, tapferer Ritter. Nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend, als Ausdruck der Liebe, die ich für meine Verlobte fühle. Die Welt wartet. Zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie erlegen. Ein Rat. Nimm den verdammten Kopf und hör auf mit dem Mist. Du verstehst nicht. Wenn ich zurückkehre, habe ich keine Entschuldigung mehr. Sie wird mich vor den nächstbesten Schrei zerren. Halt die Klappe und hör zu. Wappen, Schrottrüstungen
und schwärmerische Verlobte, das hat alles nichts mit Monsterjagd zu tun. Die ist verdammt harte Arbeit, gefährlich und undankbar obendrein. Dafür bist du nicht geschaffen. Du willst deine Tapferkeit beweisen? Geh zu deiner Verlobten und sei ehrlich. Sag ihr, dass du noch nicht bereit für eine Hochzeit bist. Du nimmst kein Blatt vor den Mund, Meister. In Toussaint wird schon für kleinere Schmähungen Satisfaktion verlangt. Bist du dumm? Doch kann ich nicht leugnen, dass in deinen Worten Wahrheit liegt. Ich habe nur um ein Haar überlebt und es ist Zeit. Ich sollte nach Hause zurückkehren. Mhm. So. Was von Narr. Also wenn hier nicht diese Kinderwiege und das ganze Zeug stehen würde, hätte ich ja gesagt, irgendwie tut er mir leid. Ja. Aber... Gut. Ich hab alles. Gucken wir mal hier raus. Oh. Schön. Wieder. Ach, Mensch. Es ist so cool, Mann. Wunderschön. Okay. Was machen wir jetzt? Machen wir noch eine? Oh. Was ist denn das? Upsala. Habe ich die nicht gesehen? Okay, also dann gibt man das ab und dann probieren wir vielleicht doch. Ups. Warte, was ist denn das? Achso, ich habe das so gemacht. Da nehme ich, ist glaube ich wieder so eine Wildsau. Die habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Wie komme ich denn hier hin? Das ist doch eigentlich... Los, los! Hier hoch. So. Schlafplätze. Nicht wieder so rumgezickt. Achso, ich bin im Palast, deswegen geht's gerade so langsam von sich. Zu Fuß ist es deutlich schneller, oder? Was macht ihr hier? Viel Glück. Wo komme ich denn hier hin? Schnellstens. Ich habe ein paar Tote gesehen. Ja, dann. So. Ah, perfekt. Perfekt daneben, stimmt. Ja, mal gespannt, ob ich jetzt meine Kohle bei diesem Zwerg bekomme. So, Madame. Frohe Kunde, Madame. Oh, in der Tat. François ist zurück. In einer Woche heiraten wir. Morgen findet die Ehelehre im Tempel statt. Übermorgen ist Anprobe des Hochzeitskleids. Dann besichtigen wir den Ort der Hochzeitsfeier. Ich war noch nie so glücklich. Nee, lass es. Meine Gratulation. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Und auch dir alles Gute auf deinen Wegen. Hier, dein Lehrmeister. Und leb wohl. Das ist schon sehr geil. Wenn die größten Monsterschlachten hat Angst, dir zu sagen, dass er noch nicht heiraten will. Aber gut. So, dann machen wir dieses Papierkram.
Der Papierkrieg. Das müsste jetzt von der Zeit eigentlich echt passen. Wir laufen mal auch hin. Ein Schlückchen in Ehren. Kann niemand verwehren. Hat er recht. So. Schneewittchen? Aha. Zu dir wollte ich, glaube ich, so oder so. Hab ich vor. Schneewittchen. Geralt ist der Name. Was kann ich für dich tun? Dieses Haar, diese Narbe, diese Stirn, das ist perfekt. Ich weiß. Hast du ein konkretes Anliegen? Oder willst du nur meine äußeren Merkmale preisen? Bewundern, werter Herr, bewundern und ersehnen. Dieser drohende Blick, so männlich. Wenn du ein abendliches Stelldichein mit mir willst, bist du an der falschen Adresse, fürchte ich. Abendliches Stelldichein? Aber nicht doch. Für Porträts brauche ich das weiche Licht der Nachmittagssonne. Porträts? Aber ja, für dein Porträt. En face und in Lebensgröße. Vor der herrlichsten Aussicht Toussaints. Sitz mir, Modell. Du musst. Natürlich werde ich dich für deine Dienste entlohnen. Das klingt gut. Das machen wir. Warum nicht, wenn es nicht zu lange dauert? Das wird es nicht. Sei unbesorgt. Wir haben nur ein kurzes Stück Wegs bis zu den Hügeln vor der Stadt. Wenn man sowas sagt... Eine perfekte Landschaft in perfekter Harmonie mit deinem perfekten Antlitz. Dann ist das dann nicht... los. Lass mich noch rasch meine Staffelei und die Paletten aus dem Atelier holen. Wir treffen uns mittags beim Westtor in der Nähe des Palastes und gehen von dort gemeinsam los. Okay, prima. Ich ahne Fürchterliches, dass das nicht einfach nur schnell zum Ort hinlaufen ist, sondern... Ja. Okay. Ich scheiß doch auf alles. So, ja, manchmal denke ich das auch nicht. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ah, guten Tag. Was denn? Hier ist dein Geld, Herr. Oh. Und ein kleines Geschenk als Dank für deine Geduld. Diese Klinge ist der Rechenmeister. Sie hat meinen Arsch schon oft gerettet. Danke, das überrascht Wir mich. Wir sind quitt. Eins noch. Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ist denn der Rechenmeister? Bitte? Der Rechenmeister ist besser? Ja gut, dann machen wir das. Ja, wenn es gerade so gut läuft, gehen wir doch auch gleich mal das hier hin. Und zu Hause ist am schönsten, müssen wir auch mal kurz noch machen. Ach, da, perfekt. Hier. Sich das jetzt lohnt da. Schnell mit der Schnellreise. Ah, doch, das lohnt sich. Das ist schnell geladen. So, wo muss ich hin? Hier lang? Jetzt wahrscheinlich hier runter, ne? Ja. Ups. Okay. Da hinten ist das gut. Bist du blind? Oh, Entschuldigung. Versteckt euch auch, warum hier so gut vor den Weinreben, nicht vor den Weinreben. Ich bin immer gespannt. Ich werde zur Hochzeit eingeladen, nur so ein Quatsch. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Ich hoffe, du hast nicht mich gemeint. Hexer, auf ein Wort.
Den die guten hat etwas Namen für dich. Bösen. Es dauert noch einen Moment. Versprochen. Die gnädige Herrin aus dem Norden hat... Wusste er? Ah, Hexer, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Ihr scheint ja miteinander auszukommen. Oh ja. Wir haben begriffen, dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. Und aufregend. Und romantisch. Ich verstehe schon. Schön, dass es gut läuft bei euch. Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein, es ist viel schöner. Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est-Est entthronen. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen, wenn du einverstanden bist... Wir möchten ihn nach dir benennen. Wie soll er heißen? Oh, da finde ich Weißer Wolf passend. Warum nicht Weißer Wolf? Wild und charaktervoll. Das passt perfekt. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexer. Ach, das ist ja süß. Das ist mal echt eine schöne Überraschung. Das ist wirklich cool. Oh, zu Hause ist es am schönsten. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Wo ist denn hier der nächste Schnellreisepunkt? Gehen wir hier hin, oder? Oder nee, gehen wir lieber hier hin. Das ist schlimmer als der Tod. Das ist echt süß. Kann ich die Flasche mal angucken? Cool. Ist auch... in dem Plan drauf. Was geht hier vor? So. Also langsam habe ich hier alles vernichtet. Menschen können in Frieden leben. Okay. Oh, da muss ich auch mal hin. Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Schnell rüberlatschen. Okay, also. Lieber Haushofmeister. Es dürfte jetzt eigentlich alles erledigt sein. Alles ist schön. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr, aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Ja, komm. Sicher, warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Das machen wir. Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse Feuer fing. Erst als die Flammen an Baron Marifkins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Das klingt ja so, als hätten Monsieur Boulius und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade.
Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. Der ist echt sympathisch. Ach, ist das schön. Mal innehalten. Muss man auch mal als Geralt. Cool. Oh, innehalten. Ah, ich dachte, er ist schon weg. Ah doch, er ist weg. ja, jetzt gehen wir noch mal ganz schnell zu Madame. Meine Liebe. Alles gut bei dir? Danke, dass du mir erlaubt hast. Ja, das wissen wir schon. Also nichts Neues. Bis spät. Bis dann. Wo wartet dieses verfluchte warme Essen auf mich? Immer sagst du das. Hier ist nichts. Oh, warte. Ausmachen, nee. Wo? Hier? Nee. Ist echt gemein. Oh, ist aber echt cool geworden hier. Also. Mega cool. Baue ich noch ein paar schöne Gemälde und dann bin ich glücklich und zufrieden. Oh, es ist schon geil. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Mal nochmal hier rein. Einfach hübsch. Habe ich eigentlich noch was gefunden? Hier kann ich hin. Ja, hier kann man schlafen. Hier kann man schlafen. Ja, und dann würde ich nämlich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Sag ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.